Hallo und herzlich willkommen, liebe Waage. Ich bin Tamara und ich mache heute eine intuitive Tarotkartenlegung für die nächsten Tage, für die nächsten Stunden. Die Legung ist natürlich auch neutral, zeitlos. Und zur Info, liebe Waage, ja, ich mache auch persönliche Legungen und den Link dazu findest du unterhalb den Videos und also du kannst mir die Fragen auch per E-Mail senden. Und genau, dann beginne ich jetzt mal gleich. Ja, liebe Waage, diese Legung sollte ein bisschen so eine Botschaft für dich sein, auch betreff Liebe natürlich. Und ja, nun, dann beginne ich und bitte die geistige Welt um eine Energie für die Waage. Bitte eine Nachricht für Waage. Eine wichtige Botschaft für Waage, bitte. Acht der Schwerter. Also hier bist du ein bisschen mit Ängsten verbunden. Vielleicht bist du handlungsunfähig. Vielleicht hast du sehr viele Gedanken. Du weißt gar nicht, was du so denken sollst, so quasi. Ist ein bisschen so eine Energie, wo du ja, etwas Klarheit brauchst, ja. Das bedeutet, dass du schauen sollst, dass du aufräumst. Räume dein Umfeld auf, räume deine Wohnung auf, versuche irgendwie ein Mindmap zu erstellen, vielleicht ein Buch zu lesen oder einfach mit körperlich aktiv zu sein, damit du wieder Klarheit bekommst, ja. Achter Schwerter ist so ein bisschen eine Energie des gefesselt ein bisschen zu sein an den eigenen Gedankenstrukturen, könnte man denken, ja, so. Genau, was haben wir noch für die Waage? Der Wagen. Also wichtig ist, dass du in Bewegung bleibst, dass du hier nicht nur Klarheit schaffst, sondern natürlich dich auch bewegst. Bleib energetisch in Bewegung, versuche Dinge zu ändern in deinem Leben, aufzuräumen, Klarheit zu schaffen. Nimm mit, was du mitnehmen kannst, packe das auf deinem Wagen und ziehe los. Also für dich ist jetzt wichtig, dass du dich für dich einsetzt, weil mit den acht Schwertern habe ich das Gefühl, setzt du dich nicht für dich ein, da bist du blockiert, da bist du in einer Stagnation. Da hast du 1000 Gedanken und vielleicht von diesen 1000 sind 3 relevant und einer davon ist richtig und der Rest ist falsch. Darum ist hier extrem wichtig, Klarheit zu bekommen und erst wenn du die Klarheit hast, kannst du hier in deinen Sportwagen sitzen und losdüsen. Haben wir noch für die Waage? Ja, auch wenn du in der Nacht verwachst, mach deine Pläne, ja. Hier haben wir Nacht, ja, hier haben wir Wolken, hier ist der Mond. Hier geht es wirklich darum, liebe Waage, auch wenn du in der Nacht nicht schlafen kannst, steh auf, mache Pläne, nütze die Zeit, um auch ein bisschen so Klarheit zu bekommen. Du brauchst einfach dringend Klarheit. Hier bist du in einem Sumpf, sehr schwierig, ja, sehr, sehr schwierig. Was haben wir hier?
Die Mäßigkeit, ja, du brauchst sehr viel Harmonie und Ruhe, liebe Waage. Du brauchst Heilung. Du brauchst Heilung irgendwie. Der Ratschlag und die Botschaft ist hier: Versuche deinen Alltag umzukrempeln. Also alles, was belastend ist, was zu viel ist, was du nicht mehr brauchst, schmeiß es weg. Du brauchst jetzt frische Energie. Räuchere das Haus, versuche das Haus zu reinigen zuerst und irgendwie alles an seinen Platz zu tun. Miste alles aus, was du nicht mehr brauchst. Und dann meditiere und dann zünde ein Räucherstäbchen an und dann versuche in eine neue Energie zu kommen. Genau. Das ist so das, was ich für dich habe, liebe Waage. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne, gute Zeit und bis bald. Tschüss.